Frau Gerdes? Frau Gerdes! Sind Sie im Badezimmer, Frau Gerdes? Frau Gerdes! Wo ist das? Straße und Hausnummer. Dagobertstraße, Mord an einer Frau, Harry. Berger, kommst du mal? Das Hausmädchen wurde vom Mörder eingeschlossen. Ja. Harry. Ich verständige den Staatsanwalt. Mhm. Stell die Ermittlungen zusammen, wer hat einen Dienst? Schubert und Sasse. Das will ich wieder mit drei Wagen fahren. Hier ist Derrick. Kann ich Dr. Winter sprechen? Hallo! Hier! Hier ist er! Haben Sie einen Hausschlüssel? Nein, der ist in der Küche! Das Zimmer ist abgeschlossen! Ich bin hier mit einer Toten! Herr Dr. Winter, der sucht Sie schon die ganze Zeit. Erklären müssen. Offenbar drücke ich mich nicht deutlich genug aus. Um was handelt es sich? Wir haben einen Frauenmord in der Dagobertstraße. Kommt Derrick nicht mit? Was ist Derrick? Laufen Sie noch Ski? Was heißt denn hier noch? Ich bin keiner 90. Entschuldigung. Ja, gut. Ja. Ist vor meinem Haus passiert. Glatteis. Schon länger her. Ich habe Sand gestreut und... Macht das Spaß? Nee, es ist bitterer Ernst. Das Bein ist schon wieder in Ordnung. Es ist nur noch der Gips. Gut, Wiedersehen, Stefan. Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo, was machen Sie da? Was machen Sie da an meiner Haustür? Herr Gerdes? Ja. Können Sie da mal aufmachen? Was tun Sie hier? In Ihrem Haus ist jemand ermordet worden. Ermordet? Kann ich den Schlüssel haben? Wer ist ermordet? Wo ist das Schlafzimmer? Da durch und dann die Tür rechts. Warten Sie hier. Beruhigen Sie sich doch, bitte beruhigen Sie sich. Gehen Sie mal weg da. Hier darf nichts angerührt werden. Erwürgt, hm? Elisabeth Gerdes, ja. Wie alt? 42, mhm. Du, sag mal, die Hausangestellte. Ja, die hat man im Schlafzimmer eingesperrt. Nein, sie hat niemanden gesehen. Nein, der Schlüssel steckte von außen. Das Mädchen... 28.
Ja, sie hat die Polizei vom Schlafzimmer aus angerufen. Der Schlüsseldienst wurde geholt und dann kam aber der Ehemann aus seinem Büro. Das ist seine Angabe. Mhm. Das Hausmädchen kam also vom Einkaufen nach Hause. Keine Spuren von gewaltsamen Eindringen, ja? Na gut. Nein, ich bleibe hier. Ich warte hier. Nee, ich habe keine Schmerzen. Das Bein ist in Ordnung. Ist nur der blöde Gips. Herr Doktor, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich versteh's nicht. Ich versteh's einfach nicht. Herr Gerdes, wie es im Moment aussieht, ist Ihre Frau ermordet worden, als Ihre Hausgehilfin gerade vom Einkaufen zurückkam. Die Haustür war geschlossen? Ja, ich habe aufgeschlossen. Sie sind dann in die Küche gegangen und haben ein Geräusch gehört. Ja, ein dumpfes Fallen oder auch Rücken, wie von einem Möbelstück. Ich rief dann nach Frau Gerdes, aber ich hörte nichts mehr. Gar nichts mehr? Keine Schritte? Keine Tür? Nein, es war totenstill. Sie sind dann in das Schlafzimmer gegangen? Ja, zuerst sah ich nur die offenen Schränke, die rausgerissenen Kleider und die Wäsche. Und dann erst sah ich, dass neben dem Bett jemand lag. Frau Gerdes. Und dann fiel die Tür zu. Die Tür? Ja, sie war halb offen und fiel zu. Nein, sie wurde zugezogen mit einem Ruck. Und dann wurde sie abgeschlossen. Abgeschlossen? Ja, ganz schnell. Und sonst hörten Sie nichts mehr? Keine Schritte, keine Stimmen? Nein, nichts. Die Haustür? War normal geschlossen. Fenster war keins eingeschlagen? Nein. Die Kellertüren? Auch alles in Ordnung. Ja, der Täter ist vermutlich von Ihrer Frau selbst hereingelassen worden. Hat Ihre Frau Besuch erwartet? Das weiß ich nicht. Wissen Sie es? Sie hat nichts erwähnt. Hatte Frau Gerdes öfter nachmittags Besuch von Freunden oder Bekannten? Nein. Und wenn, dann hat sie es mir immer gesagt. Dann mache ich Kaffee, besorge Kuchen. War in der Küche draußen gebrauchtes Geschirr, Tassen oder Gläser? Es war alles aufgeräumt. Gibt es sonst noch einen Platz, wo Gläser sind? Ja, hier. Ist hier irgendetwas benutzt worden? Ich habe Herrn Gerdes einen Cognac eingeschenkt. Ist irgendetwas in diesem Raum verändert? Ja, der Blumenstrauß. Als ich zum Einkaufen ging, da war der noch nicht da. Der Blumenstrauß? Der war nicht da, als Sie gingen? Der war ganz bestimmt noch nicht da. Was für Blumen sind's denn? Na, dann nehmt mal den ganzen Strauß auseinander, zählt jeden einzelnen Stängel. Ja, ist gut, machen wir. Herr Schubert, sind Sie so nett, machen Sie ein Foto von dem Blumenstrauß. Ja. Reicht es? Das reicht. Ja, gut. So, schauen wir mal, was wir hier haben. Ich guck mal nach, ob ich das Papier finde. Ja, okay. Herr Sasse, schreiben Sie mal mit. 1, 2, 3, 4, 5 Rosen. Dann jede Menge Nelken. Flieder, was ist denn das hier eigentlich? Fräsien. Harry! Ja. Sieh dir das an. Es steht zwar nichts drauf, aber das Muster könnte uns weiterhelfen. Herr Gerdes, haben Sie eine Ahnung, wer Ihre Frau diese Blumen gebracht haben könnte? Ich habe keine Ahnung. Es ist ein Rätsel, das alles für mich. Es ist ein Rätsel. Hübsch. Was schätzt du? 15 Mark. Mindestens. Ja?
Na gut, dann mal Anfrage an alle Blumengeschäfte. Wer erinnert sich, einen solchen Strauß verkauft zu haben? Und an wen? Ja, ja, das läuft schon alles, Stefan. Du, hier haben wir das Adressbuch von Frau Gerdes mit allen Telefonnummern. Sehr gut. Mhm. Die Tatortfotos. Fehlt denn was? Herr Gerdes wollte das feststellen. Kann ich jetzt gehen, Herr Gerdes? Bitte. Gehen Sie nicht, Luise. Übernachten Sie hier. Wenigstens diese Nacht. Herr Gerdes? Ich bin in einem schrecklichen Zustand. Wollen wir es denn heute machen? Einfach zurückkämmen und einen Nacken knoten. Machen wir wieder mal einen schönen Knoten. Ja. Gut. Maniküre? Ja, gerne. Ist denn der Junge frei? Natürlich, in 2 Minuten. Fertig, Madame. Ich danke Ihnen. Ich danke dir, Adi. Beendet er seine Arbeit immer auf diese Art? Ja, ja, es ist gewissermaßen sein Markenzeichen geworden. Und wissen Sie, unsere Damen genießen das richtig. Meine, sie warten geradezu darauf. Er ist ein sehr empfindsamer Mensch. Er liebt Frauen. Liebt sie? Ja. Adi, kommst du mal hier? Übrigens, er kommt auch nach Hause, wenn die Damen keine Zeit haben. Ah, die Frau Borsig möchte manikürt werden. Guten Tag, Madame. Guten Tag. Sehr schöne Nägel. Sehr schöne Hände. Ja gut, danke schön. Noch was, Harry, kümmert euch um Dr. Gerdes. Mit welchen Leuten er verkehrt, ne? Du weißt schon, das ganze Umfeld, ja. Okay, machen wir, Stefan. So, aber was macht eigentlich dein Bein? Ich hab dir doch gesagt, das Bein ist in Ordnung. Ist nur der verdammte Gips. Hm. Sieht aber ganz blass aus. Komm mal hier weiter. Fertig? Ich danke Ihnen, Madame. Wirklich ein reizender Junge. Oh ja, er versteht sein Handwerk. Und wie gesagt, er kommt auch zu Ihnen nach Hause, wenn Sie mal keine Zeit haben, die Frau. So. Wie heißt er übrigens? Sein Name ist Dong, Adi Dong, aber hier wird er von allen nur Adi genannt. Zufrieden? Ja, sehr. Sehr. Danke. Meldet sich niemand. Adi. Hier steht nur der Vorname. Ein großer Name. Moment, hier steht die Geschäftsnummer. Ihre Rechnung, bitte. Ja, danke. Geben Sie das bitte dem jungen Mann, der mich manipuliert hat. Für unseren Adi? Ja. Sehr gerne, gnädige Frau. Waren Sie mit ihm zufrieden? Oh ja, sehr, danke. Das freut mich. Entschuldigen Sie bitte. Salon Annabelle? Er ist ja wieder so süß. Seit ich ihn kenne... Wie lange kenne ich ihn? Sie kommen, glaube ich, seit einem Jahr zu uns, gnädige Frau. Seit ich ihn kenne, habe ich ständig den Wunsch, ihn mal zu streicheln. Darf ich, Adi? Oh Gott, ist der süß. Für das Lächeln möchte man ihn küssen. Wer lächelt heute noch? Ich meine, von Herzen. Ja, ja, da haben Sie recht. Das ist wohl aus der Mode gekommen. Ach ja. Herr Dahl? Ja? Kommen Sie bitte rein. Entschuldigung. Polizei ist am Telefon. Sie fragt nach Adi. Na, Adi? Und ob bei uns eine Frau Gerdes bekannt sei. Ist die Frau Gerdes aus der Gartenbadstraße? Die ist gestern Nachmittag ermordet worden. Was? Sind die noch am Telefon?
Sie wollen Adi sprechen. Ja, ich sprich Karl. Sind Sie der Chef? Ah ja. Und wer ist der Adi? Er manikürt. Ja, es geht darum, dass Herr Adi Ihr Manikür... Ja, wie sagt man da? Sagt man da, Herr Manikür? Ja, kann es sein, kann er gestern Nachmittag bei Frau Gerdes gewesen sein? Moment? Er sagt Moment. Sagt man wirklich Manikür? Gestern? Ja, gestern Nachmittag. Ja, Frau Gerdes, Dagobertstraße, 15 Uhr. Guten Tag. Hallo? Ja, er hatte gestern Nachmittag einen Termin außer Haus. Ja. Er ist da. Bitte kein Wort zu ihm. Ich bin gleich bei Ihnen. Der war gestern Nachmittag bei Frau Gerdes. Ein Friseur und kommt mit... Makeur, avec Fleur. Hm? Aber sonst geht's dir gut. Ja, Beine sind in Ordnung. Ich danke sehr. Ich danke auch, Adi. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Madame. Meine Rechnung, bitte. Bitte sehr. Danke. Ich habe gehört, dass der Adi auch außer Haus manikürt. Ja, soll ich Sie eintragen? Für welchen Tag? Das kann ich im Moment noch nicht sagen. Ich rufe Sie wieder an, ja? Danke. Ja. Wiederschauen. Ich danke auch und wiedersehen. Guten Tag. Guten Tag. Kleine Kriminalpolizei. Ich habe vorhin angerufen. Ja, Sie haben mit dem Herrn gesprochen. Guten Tag. Sie sind der Herr von der Polizei. Mein Name ist Guy. Wer kann denn meine Kundin übernehmen? Das kann der Herr Wagner machen. Ja, gut. Herr Dong ist nämlich hinten. Weiß er schon Bescheid? Nein, noch nicht. Geben Sie mir das Buch. Bitte. Vielen Dank. Sie erlauben mir doch dabei zu sein, nicht? Der Junge ist wie ein Sohn für mich. Adi, kommst du bitte? Sie entschuldigen. Ja, kommen Sie, gehen wir da runter. Bitte. Der Herr ist von der Polizei. Ist etwas passiert, Adi? Sie waren gestern Nachmittag bei Frau Gerdes. Ja. Um 15 Uhr ist es hier eingetragen. Mhm. 15 Uhr, wie ist denn der Eintrag zu verstehen? Fuhr er davon hier weg? Nein, um 15 Uhr muss er da sein. Und wann war er wieder hier? Bitte, um 16 Uhr. Da hat er wieder einen Termin gehabt. Hier im Geschäft? Ja, hier im Geschäft. Und er war pünktlich hier? Natürlich, ist hier eingetragen, bitte. Ist nicht zu spät gekommen? Ach nein, dann wäre doch die Dame, da wäre Frau Elsborg sehr ungehalten gewesen. Bitte, unsere Empfangsdame, Frau Sorell, wird es Ihnen bestätigen. Auch die Kollegen, er war hier, da ist gar kein Zweifel. Was ist denn passiert? Adi, Frau Gerdes ist gestern Nachmittag ermordet worden. Wissen Sie, Frau Gerdes war eine Lieblingskundin, nicht nur von ihm, auch von mir, von uns allen. Sie war eine besonders liebenswerte Frau. Sagen Sie, wann? 2:03 vor 4. Oh Gott. Ja, für die Uhrzeit gibt es Zeugen. Verstehst du denn, Adi, was das zu bedeuten hat? Nein, du verstehst gar nichts, was? Sie hat keine Ahnung, wovon die Rede ist. Ein Glück, dass du Zeugen dafür hast. Um 4 Uhr war er hier im Geschäft. Das steht fest. Sagen Sie, Sie haben Frau Gerdes Blumen mitgebracht? Ja. Sie bringen einer Kundin Blumen mit? Ich bringe allen Kundinnen Blumen mit. Bezahlt es das Geschäft? Ich bezahle die Blumen von meinem Geld. Er bringt allen Damen Blumen mit. Das ist halt seine Art. Das Geschäft hat nichts dagegen, weil sich bis jetzt noch keiner der Damen beschwert hat. Aber das geht doch ins Geld, Mann. Das ist doch... Herr Stefan, das ist ein
Wirklich, ist ein ganz ungewöhnlicher Junge. Er ist ganz eigen, vielleicht ist er auch nicht ganz richtig im Kopf. Er ist altmodisch, er ist sehr höflich, er ist sehr sympathisch. Und das Wichtigste, er hat ein Alibi. Er war, und das ist ganz zweifelsfrei, er war um 4 Uhr, war er im Geschäft. Bitte hol ihn rein. Und du sprichst ganz offen, hörst du? Du beantwortest jede Frage. Du brauchst keine Angst zu haben. Hast doch nichts zu verbergen. So, kommen Sie bitte. Nein, nur Sie. Hatten Sie ein Verhältnis mit Frau Gerdes? Warum antworten Sie nicht? Sie haben mir Blumen mitgebracht. Warum tun Sie das? Ich... Warum sollte ich hier keine mitbringen? Bringen Sie jeden Blumen mit, dem Sie die Haare oder die Fingernägel schneiden? Was wollten Sie denn ausdrücken mit den Blumen? Meine Verehrung. Verehrung. Ja. Ich habe sie immer, immer bewundert. Das wollte ich ausdrücken mit den Blumen, die ich hier mitbrachte. Also jetzt mal von Mann zu Mann. Haben Sie mit Frau Gerdes geschlafen? Darüber rede ich nicht. Also ja. Sie hatten ein Verhältnis mit ihr. Da geben Sie es zu. Sie haben es ja praktisch schon zugegeben. Nein. Was nein? Ich werde das nie zugeben. Das müssen Sie doch verstehen. Warten Sie bitte draußen. Kommen Sie bitte. Guten Tag, bitte schön. Herr Gall ist, wie er selber sagt, so etwas Ähnliches wie ein Vater. Von dem Jungen. Hat er eigentlich keinen richtigen Vater mehr? Nein, nein, kein Vater, keine Mutter. Das ist ja auch der Grund, warum ich mich ein bisschen um ihn kümmere, nicht wahr? Ja, wir wohnen im selben Haus und ich finde ihn nett, ist wirklich ein prachtvoller Junge. Jeder Vater könnte seine Freude an ihm haben, was man ja heutzutage selten sagen kann, nicht wahr? Ja. Wussten Sie von seiner Beziehung zu Frau Gerdes? Oh, nein, nein. Über sowas würde er nie sprechen. Das würde auch gar nicht zu ihm passen. Ich weiß auch nicht, er fühlt sich hingezogen zu den Frauen. Und die Frauen erwidern das natürlich. Ist ja kein Wunder bei einem so hübschen Burschen, nicht wahr? Ja, immer wenn er eine Frau kennenlernt, dann ist er ganz außer sich, hingerissen, wie soll ich sagen, überwältigt. Vielleicht ein Tick von ihm, aber er hat ihn nun mal. Jedenfalls ist er der Letzte, der einer Frau wehtun würde. Das können Sie mir glauben. Ja, das ist gut, ja. Er ist ein fabelhafter Junge. Wirklich. Mhm. Sie können gehen, danke. Wir sehen. Komm mal rein. Na, was meinst du? Tja. Sag mal, an dem Alibi des Jungen da? Ist nichts zu machen. Das ist hieb- und stichfest. Also als Mörder kommt er nicht in Frage. Hm. Bleib trotzdem an ihm dran. Weißt du, ich möchte dir gerne sagen, warum, aber ich weiß es nicht. Mir geht's genauso. Ein Friseur? Ja, ein junger Mann, der in einem Damensalon angestellt ist. Als Maniküre. Als Maniküre?
Ein Mann. Ja, sowas gibt's. Und der hat meine Frau besucht. Ihre Frau hat ihn bestellt. Das geht aus dem Terminbuch hervor. Sie wollen sagen, meine Frau hat jemanden bestellt zu manikürieren. Ja. Aber sie lässt sich doch nicht zu Hause manikürieren. Jedenfalls ist mir das neu. Ganz neu. Aber der Besucher meiner Frau hat doch Blumen mitgebracht. Ja, das ist richtig. Dieser Friseur hat meiner Frau Blumen mitgebracht. Was bedeutet das? Ja, ganz offenbar hatte Ihre Frau in diesem jungen Mann einen Verehrer. Er ist übrigens nicht der Mörder. Er kam um 3 und war um 4 wieder im Geschäft. Um 4 wieder im Geschäft. Aber wie weit entfernt ist das Geschäft? Mit dem Wagen ungefähr 20 Minuten um diese Zeit. Dennoch ist dieser Besuch bei meiner Frau merkwürdig. Ich weiß nichts davon, dass sie Friseure ins Haus bestellt. Und so ein Mann kommt mit Blumen. Könnte da eine Beziehung bestanden haben, privater Natur? Die Frage müssten Sie beantworten. Ich weiß es nicht. Hätten Sie mich gestern gefragt, hätte ich mit der Antwort nicht gezögert. Heute muss ich sagen, ich weiß es nicht. Was für ein Typ ist dieser junge Mann? Wie sieht er aus? Wie benimmt er sich? Er sieht sehr gut aus, ist besonders höflich, hat gute Manieren. Er streitet übrigens eine Beziehung zu ihrer Frau nicht ab. Aber er gibt sie auch nicht zu. Wenn er sie nicht abstreitet, dann hat er sie gehabt. Was sagen Sie? Schwer zu sagen. Sie wollten noch meine Sekretärin sprechen. Frau Sebald. Ja, bitte. Der Herr hier ist von der Kriminalpolizei. Er wird Ihnen einige Fragen stellen. Frau Sebald, wann hat Herr Dr. Gerdes gestern das Büro verlassen? Um 16.30 Uhr. Und bis dahin war er hier im Büro? Ja, er hat mir diktiert. Aha. Und Sie sind sich ganz sicher, was die Zeit anbelangt? Absolut. Das ist eine Aussage, die Sie unterschreiben müssen. Ja. Sagen Sie, haben Sie die Adresse von diesem jungen Mann?
Nicht da, er manikürt außer Haus. Wann kommt er denn zurück? Er ist ja gerade erst weg. Etwa in einer Stunde. Wissen Sie, wohin er ist? Zu einer Kundin. Könnten Sie mir die Adresse geben, bitte? Ist mir sehr unangenehm. Das ist Frau Borsig in Lianenweg 12. Vielen Dank, Wiedersehen. Was wollt ihr denn? Die Adresse von Frau Borsig. Blumen? Sie bringen mir Blumen mit? Gefallen sie Ihnen? Oh ja, wunderschön. Agnes! Gnädige Frau. Bitte geben Sie mir die Blumen in eine Vase. Gerne. Sie werden sich sicher fragen, warum ich sie herbestellt habe. Neugier. Ja, ich war neugierig zu erfahren, wer Sie eigentlich sind. Aber bitte setzen Sie sich doch. Ich werde Sie selbstverständlich bezahlen, als ob Sie mich behandelt hätten. Nein, nein. Nein, nein, warum nein, nein? Ich werde kein Geld nehmen, wenn ich nicht gearbeitet habe. Aber Sie haben einen Verdienstausfall. Das spielt keine Rolle. Es ist nicht wichtig. Ich freue mich, hier zu sein. Oh, danke, Agnes. Wirklich wunderschön. Sie freuen sich also, hier zu sein? Ja, weil... Weil? Bitte lassen Sie mich einschenken. Oh, danke. Was wollten Sie sagen? Ich kenne Sie schon seit einem Jahr und hatte mir gewünscht, Sie irgendwann einmal wirklich kennenzulernen. Wirklich kennenzulernen? Nehmen Sie Zucker oder Zitrone? Ein wenig Zitrone. Genug? Ja, ja, danke. Bitte nehmen Sie sich selbst doch auch. Warum wollten Sie mich wirklich kennenlernen? Ich kann es nicht genau erklären. Es ist bei mir immer plötzlich da. Was ist plötzlich da? Dass ich jemanden mag. Sie mögen mich? Entschuldigen Sie. Was soll ich denn da entschuldigen? Sie mögen mich also. Sie mögen die meisten Damen, die Sie bedienen. Ja. 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 Ich habe Sie in Ihrem Geschäft beobachtet und mich gewundert, wie höflich Sie zu den Damen sind. Nein, nein, höflich ist gar nicht das richtige Wort. Es ist mehr. Sie sind lieb zu Ihnen. Zärtlich. In Ihrer ganzen Art drücken Sie Zärtlichkeit aus. Warum tun Sie das? Ich weiß es nicht genau. Jetzt habe ich Sie in Verlegenheit gebracht, nicht wahr? Ja. Das war nicht meine Absicht. Aber bitte sagen Sie mir, was mögen Sie an mir? Es ist die Art, die Sie haben. Ich kann es nicht erklären, aber ich empfinde es einfach so. Ein Kriminalbeamter? Ja, gnädige Frau. Lassen Sie ihn reinkommen. Ja. Bitte, kommen Sie rein. Sehr. Guten Tag. Guten Tag. Ich höre, Sie kommen von der Kriminalpolizei. Ja. Hier ist meine Karte. Danke. Ja? Ja, ich weiß, meine Frage ist etwas ungewöhnlich, aber Sie haben eben Besuch von einem jungen Mann gehabt. Ja. Kommen Sie seinetwegen. Ja. Darf ich den Grund seines Besuchs erfahren?
Ich wollte Tee mit ihm trinken. Adi. Entschuldige. Wo warst du denn? Du kommst zu spät. Entschuldige. Bist du den Polizisten begegnet? Polizisten? Nein. Also zieh dich um. Ja, die Dinge ähneln sich. Auch ich habe Blumen bekommen. Soll Ihr Besuch eine Art Warnung sein? Nein, nein, da können Sie ganz beruhigt sein. Aber es würde uns natürlich helfen, wenn Sie die Beziehung zu Herrn Dong etwas näher erklären könnten. Ja, wissen Sie, ich kenne Herrn Dong selber kaum. Er ist ein Junge, der etwas Besonderes hat. Er ist sehr, sehr höflich, voller Zartheit. Und für eine Frau in meinem Alter entsteht ein gewisses Defizit an romantischen Begegnungen, an Zärtlichkeit. Und dieser Junge gibt es. Und das Besondere an ihm ist, er ist ehrlich. Ich habe diesen Nachmittag mit ihm sehr genossen. Sind Sie der Friseur? Friseur? Der Mann, der den Damen die Finger manikürt. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, sie umzubringen. Ich habe es mir ausgemalt, wie ich sie umbringe. Keine Angst. Ich weiß, dass ich sie nicht umbringen darf. Sind Sie Herr Gall? Ja. Und Sie sind? Gerdes, heiße ich. Was wollen Sie hier? Ich wollte den Mann sehen, der meiner Frau zu Hause die Finger gepflegt hat. Oh, das ist doch sein Beruf, nicht? Er hat wohl ein bisschen mehr getan. Ach, wissen Sie, wenn eine Frau ihren Mann betrügt, dann muss nicht immer die Frau schuld sein. Manchmal ist es auch der Mann. Stimmt's? Ihm können Sie keinen Vorwurf machen. An dem Jungen haben viele einen Narren gefressen. Also lassen Sie ihn in Ruhe.
bringen Sie raus. Ganz schön Schrecken angejagt, was? Aber du brauchst keine Angst zu haben. Machen Sie was zu trinken, komm. Du, Harry. Ja? Ich habe mir die Tatortfotos noch mal angesehen. Die rausgerissene Wäsche da. Was wird denn da eigentlich? Das wollte doch Herr Gerdes feststellen. Das wird er sicher in der Zwischenzeit wissen. Mhm. Ich rufe ihn mal an. Ja. Was ist denn? Der Gips ist seit 2 Stunden wunde. Oh. Wolltest du nicht Herrn Gerdes anrufen? Ja, Gerdes? Ja, guten Tag. Danke. Doch, ich habe nachgesehen. Alles durchsucht. Ich weiß jetzt, was fehlt. Also da fehlt tatsächlich etwas. Ein Armband, ein Ring, ein Brillantring, ein Geschenk von mir zu einem Hochzeitstag. Nein, 2 Ringe. Dann 2 Uhrgehänge. Ja, können Sie uns eine genaue Liste machen? Ja, geben Sie jedes einzelne Stück an, das fehlt. Ja, ich werde es versuchen. Was sie wert sind, da müsste ich überlegen oder nachsehen. Versichert? Nein. Ich bin nicht der Typ, der alles und jedes versichert. Sehr gut, dass Sie danach gefragt haben. Ich glaube auch immer mehr, dass es sich um Einbruch handelt. Ja. Danke. Ja. Der Mann lügt. Das Gefühl habe ich auch. Es fehlt gar nichts, nichts. Und wenn nichts fehlt, dann gibt es gleich 2 Fragen. Warum lügt er? Und warum wurden die Schränke durchwühlt? Frau Sebald. Guten Abend, Herr Gerdes. Weswegen kommen Sie? Ist was passiert? Ja, ich bin angerufen worden. Von wem? Von der Kriminalpolizei. Kriminalpolizei. Kommen Sie rein. Die Kriminalpolizei? Wer von der Kriminalpolizei? Der Beamte, der gestern bei uns im Büro war. Was wollte er? Sie haben mich bestellt. Für morgen früh 9 Uhr. Wozu? Ich soll noch mal vernommen werden. Na und? Sie wiederholen Ihre Aussage. Ganz einfach. Wovor haben Sie Angst? Die werden natürlich versuchen... Frau Sebald, lassen Sie sich nicht verwirren. Sie müssen bei Ihrer Aussage bleiben. Vergessen Sie nicht, dass Sie sich schon strafbar gemacht haben. Sie müssen dabei bleiben. Herr Gerdes war bis 16.30 Uhr im Büro. Er hat mir diktiert. Das zu behalten ist doch nicht schwer. Kommen Sie, setzen Sie sich. Wir trinken was. Was mögen Sie? Sekt? Wir trinken eine Flasche Sekt zusammen. Wie lange sind Sie bei mir, Frau Sebald? Schon über 20 Jahre. Das ist doch was. Darauf trinken wir. Legen Sie doch Ihren Mantel ab. Kommen Sie. Und wegen morgen. Danke. Machen Sie sich keine Sorgen. Setzen Sie sich doch. Ich hole nur den Sekt aus dem Kühlschrank. Wir haben es beide verdient, dass wir zusammen eine Flasche trinken.
Vom Geschäft aus gesehen sind wir ja ein altes, ein erprobtes, ein sturmerprobtes Paar, nicht wahr, Frau Siebert? Sie werden doch nicht umfallen morgen. Frau Sebald. Meine Sekretärin ist hier. Sie muss morgen zur Kriminalpolizei. Sie ist vorgeladen. Ja und? Bleibt sie nicht dabei? Wahrscheinlich nicht. Was soll ich machen? Ja? Ja? Ja. Frau Siebald! Was läuft mir da? Frau Siebald! Guten Abend, Herr Gerdes. Guten Abend, Herr. Können wir reingehen? Ja, bitte. Kommen Sie. Darf ich mal? Bitte. Hallo. Hallo, Herr Gerdes. Hallo, was ist denn passiert? War das nicht Herr Gall? Ja, es war Gall. Ich kriege gleich Besuch. So, wer kommt denn? Die Dame, die ich gestern Nachmittag besucht habe. Ach ja, ja, ich weiß, Frau Borsig, nicht? Ich war schon lange scharf auf dich. Kannst du gleich nach Hause schicken. Warum? Warum? Weil die Polizei hier kommen wird. Das kannst du dir doch ersparen. Die Polizei? Ja, die Polizei. Wegen Mord kommt sie, mein lieber Adi. Wegen Mord. Wegen Frau Gerdes, die auch mal hier war, nicht? Sich wohlgefühlt hat bei dir auf deiner Matratze. Du erinnerst dich doch hoffentlich. Ja, ja. Ihr Mann hat sie umgebracht, als er die Fotos sah. Welche Fotos? Nur, die ich gemacht habe von euch beiden. Da stehst du und schaust mich groß an. Soll ich dir zeigen, wie? Wovon ich dir das alles kaufen konnte. Deine Möbel, das Auto, deine hübschen Klamotten. Geschäftsunkosten. Glaubst du, ich habe nicht gemerkt, was für einen irren Erfolg du bei den Weibern hattest? Vor allem bei den Älteren, bei denen die Geld hatten? Wie sie reingefallen sind auf deine Masche? Oh, hast du es perfekt gemacht. Handküsschen hier, Handküsschen dort. Warst wirklich grandios. Verehrung, Bewunderung. Hast du dich nie gewundert, warum manche von den Damen nicht wiedergekommen sind? Na, warum wohl nicht? Das sind die, bei denen ich kassiert habe.
Unsere Post kommt nicht ins Haus. Sie geht ins Schließfach und von dort aus in mein Büro. Dadurch kam auch der Brief, der an meine Frau gerichtet war, zu mir ins Büro. Ich hatte mich zunächst nicht darum gekümmert, aber dann fiel mir der Brief auf durch sein Gewicht. Außerdem war kein Absender vermerkt. Da habe ich ihn schließlich aufgemacht und die Fotos gesehen, die meine Frau in eindeutigen Situationen zeigten. Mit einem jungen Mann, den ich nie vorher gesehen hatte. Ich kann Ihnen meine Aufregung, meine Empörung nicht beschreiben. Ich verließ mein Büro, fuhr sofort nach Hause. Dort habe ich die Beherrschung verloren. Meine Frau. Sie erfuhren dann, dass Gall der Erpresser war. Ja. Aber was sollte ich machen? Aber was sollte ich gegen ihn unternehmen? Ich hätte gleichzeitig den Mord gestehen müssen. Eine Situation, die Gall genau erkannt hatte. Er fühlte sich sicher. Sie bleiben sitzen. Ich erwarte Besuch. Bitte. Guten Abend. Guten Abend, gnädige Frau. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Euch kenne ich doch. Euch habe ich doch schon mal. Der ist total blau. Ihr friert nicht. Ihr seid schön warm. Kann man bei euch noch was zum Trinken bekommen? Ach, machen Sie, dass Sie weiterkommen. Ich frag ja nur. Man wird doch noch fragen dürfen, oder? Wenn Sie nicht abhauen, rufe ich die Polizei. Schon gut, schon gut. Du macht euch mal nicht ins Höchste. Idiot! Wenn der Weiße fliegt. Hast du Angst? Nach dem, was hier in der Gegend passiert? Zwei Morde an jungen Mädchen. Und immer so um diese Zeit. Und deshalb bringe ich dich ja zum Taxistand. Ich habe echt Angst. Aber auch um dich. Du musst ja dann allein zurück. Mir macht es nichts aus. Komm. Kein Taxi da. Gott, jetzt reg dich nicht gleich wieder auf. Ich warte mit dir, bis eins kommt.
Und so kalt. Hier kommt immer eins vorbei. Zwei Mädchen nachts auf der Straße? In dieser Gegend? Fahren Sie weiter. Ich fahre euch, wohin ihr wollt. Bemühen Sie sich nicht. Diese Gegend hier ist ziemlich unsicher. Nacht. Komm bitte. Wir sind hier im Blaueck. Und dann Kaffee. Wer möchte bitte Kaffee? Also 8 Mal bitte. Ja, ja, ist gut. Ich warte dann. Dankeschön. Und? Gerd ist nicht zu Hause, aber muss jeden Augenblick zurückkommen. Sie wird es ihm dann sagen. Du musst nicht mit mir warten. Du kannst schon nach Hause gehen. Jetzt hast du Angst, nicht? Ich habe keine Angst. Ich bin nicht so ein ängstlicher Typ. Kannst aber froh sein. Geh ruhig. Gerd braucht doch nur 20 Minuten. Ich trinke hier noch was. Ja, dreimal? Ja, dreimal. Ja. Gut, gleich unten mit Sahne. Ja, bitte schön. Also dann, bis morgen in der Uni. Ciao. Tschüss. Mann, du, heute schwimmen wir wieder. Ja. Ich werde abgeholt. Ich muss noch ein bisschen warten. Wohin müssen Sie denn? Nähe Sendlinger Tor. Warum fahren Sie nicht mit der U-Bahn? Verstehe, Angst, oder? Naja, man hat so viel gehört und gelesen. Sie haben recht. Hören Sie, wenn Sie noch eine Viertelstunde Zeit haben und wenn Ihr Freund dann noch nicht da ist, bringe ich Sie zur U-Bahn. Die letzte geht in 20 Minuten. Ach, vielen Dank, wenn Sie das tun wollen. Ich mache ja gleich zu. Hm? Ja, wir kommen halt nichts her. Alter, das wollen wir nochmal sehen. Ruhe! Zahlen. Wir sind da. Jetzt kann nichts mehr passieren. Der Zug kommt in 2 Minuten. Vielen Dank. Das war wirklich sehr, sehr freundlich von Ihnen. Vielen Dank. Komm, gib mir den Koffer. Aber nein, warum denn? Der Arzt sagt, du sollst dich schonen. Recht, aber das Ding ist nicht schwer, das schaffe ich schon noch. Du warst jetzt 4 Wochen im Krankenhaus gelegen, ganz klar, dass man der Körper nicht abhaut. Mach dir keine Sorgen, Haring, alles in Ordnung, da kommt mein Schwesterchen. Mhm. Also, Schwester, vielen Dank.
vielen Dank für alles, ja? Und alle meine Narben gehören Ihnen. Auf Wiedersehen, alles. Wiedersehen. Danke Ihnen auch. So, jetzt fahren wir mal ins Büro. Ich dachte, die meinten, du bist gesund. Also ich fahre dich nach Hause, du packst deinen Koffer und ich bring dich an die Bahn. Dein Zimmer ist bestellt, deine Ankunft ist avisiert und zwar für heute. Ich kann doch einen Zug später fahren. Ich will doch nur mal... Büroluft schnuppern oder was? Na, wer weiß. So gesund ist die da draußen ja auch nicht. Bist du jetzt zufrieden? Ja. Naja, es ist affig. Aber ich habe in der Klinik sehr oft daran denken müssen, dass ich auf diesem Platz beinahe nie wieder gesessen hätte. Und nun, ein ganz schönes Gefühl, doch wieder da sitzen zu können. Hallo, Herr Derry. Grüß Gott, Herr. Guten Morgen. Ich kann dir gar nicht vorstellen, dass ich sentimental bin. Nee, bis jetzt nicht. Ja. Ich habe ganz plötzlich das Ding verpasst bekommen. Und dann denkt man ein bisschen nach, nicht mehr, nicht weniger. Also dann Koffer packen, gut. Berger, pass auf Harry auf, ja? Wenn man so in den Büros herumsitzt, dann vergisst man nur allzu leicht, dass man in diesem Beruf auch mal eins auf die Schnauze kriegen kann. Hallo, Derek. Wieder da? Ja, ich gehe schon wieder. Anordnung des Arztes, 4 Wochen Sanatorium. Hat der es gut, was uns gewünscht. Komiker. Entschuldige. Uns gewünscht natürlich nur, ohne vorher angeschossen zu werden. Ja, verstehe schon. Alles wieder in Ordnung? Na, das Atmen geht noch ein bisschen schwer, aber sonst... Braucht man denn das? Na, entschuldige, ich sage es nur, weil hier kommt man doch manchmal wirklich nicht zum Atmen. Komiker. Ich hätte eine Sache für euch. Hast du Zeit jetzt? Du, ich bring den Stefan gerade zum Bahnhof. Was ist es? Ein neuer Mädchenmord in Giesing. Aha. Diese Mädchenmorde da in Giesing, macht das nicht der Ludewig? Du, das macht der Ludewig. Ja, lass ihn doch. Ja, der Kriminaldirektor meint, Harry sollte dazustoßen. Ist gut. Am liebsten wäre ihm natürlich, wenn du gesund wärst. Na, ich bin ja gesund. Und wenn die Sache so wichtig ist, dann bleibe ich. Ausdrücklicher Auftrag. Du hast nichts damit zu tun. Du sollst dich jetzt erholen. Aha. Also neuer Mädchenmord in Giesing. Der Täter ist ein Psychopath, ne, das wisst ihr so gut wie ich. Und habt ihr mal untersucht, was alle Fälle gemeinsam haben? Ja, wir sind dabei. Er lässt nicht locker. Ist okay. Ich meine ja nur, in der Regel ähneln sich die Opfer. Was? Hinweise erlaubt, oder? Dein Zug geht in 20 Minuten. Ja. Dein Zug geht in 20 Minuten. Mein Zug geht in 20 Minuten. So, danke, Harry, vielen Dank. Ich fahre jetzt allein zum Bahnhof. Viel Glück. Hallo, Herr Klein. Hallo, Herr Ludewig. Sagen Sie, ist das hier der Tatort? Ja. Hier wurde das Mädchen gefunden. Verwirkt. Mit so großer Kraft, dass ihr der Kehlkopf eingedrückt wurde. Der Kerl muss die Kraft eines Gorillas haben. In der Nacht. 7:07. Man hörte schon den Zug kommen. Das Geräusch hat jeden Hilfeschrei unhörbar gemacht. Man hörte den Zug, sagten Sie? Das Mädchen hatte Angst. Sie hatte sich an die Bahn bringen lassen. Weiß man von wem? Von dem Wirt eines Lokals, in dem sie gewesen war. Der Mann brachte sie bis da oben an die Treppe und sagte dann, jetzt laufen Sie, der Zug kommt in 2 Minuten.
Ring rein? Ja, gern. Wir haben noch nicht viel miteinander zu tun gehabt. Das ist richtig, ja? Die jungen Leute bringen eine ganz andere Energie mit. Was nur natürlich ist. Ich gehe nächstes Jahr in Pension. Ja, das habe ich gehört. Hat man Ihnen nicht gesagt? Der alte Ludewig, der muss ein bisschen auf Trab gebracht werden. Nein, das hat man nicht gesagt. War man höflicher, als ich erwartet habe. Aber so haben Sie es gemeint. Der alte Ludewig, der kommt da nicht richtig vorwärts. Er bringt nichts mehr. Nein, das hat niemand gesagt. Sie sind auch höflicher, als ich erwartet habe. Es ist ja ganz klar, dass Sie mir helfen sollen. Weil ja Ergebnisse gebraucht werden, dringend gebraucht werden, ich weiß es ja. Dass hier in einem Gefährt von wenigen Straßen ein Mörder lebt, das ist ein Gedanke, der mich ungeheuer bedrückt. Das ist eine Vermutung von Ihnen. Für mich lebt er hier. Dass hier in diesen Häusern ein Psychopath lebt. Mit einem gestörten Gehirn, das den Mord braucht. Den Mord an jungen Mädchen. Ich habe die Fotos von den Opfern gesehen. Ich habe sie in der Tasche. Ich trage meine Mordopfer immer bei mir. Ist das Sentimentalität? Ich finde das professionell. Ja, es gibt Leute, die sich darüber lustig machen. Sie sagen, ich emotionalisiere meine Fälle. Die war angestellt in einem Spielautomatensalon. Das war eine Biologin an einem Institut der Universität, ein hochbegabtes Mädchen. Ich habe mit den Eltern gesprochen. Gibt es irgendwelche Zeugenaussagen? Ja, und was haben Sie bis jetzt unternommen? Ich wandere durch diese Straßen und sammle Namen, Lebensläufe, die ich überprüfen lasse. Gehen Sie da nach irgendwelchen Gesichtspunkten vor? Ich habe keine besonderen Gesichtspunkte. Ich warte auf Auffälligkeiten. Die Tote von gestern war doch mit einer Freundin zusammen. Kann man die mal sprechen? Ja. Sie ist schon verständigt. Sie erwartet uns. Anna hatte Angst. Deshalb wollte sie ein Taxi nehmen. Ich habe sie zum Taxistandplatz gebracht, gleich um die Ecke da. Es war aber kein Taxi da. Da hat sie gesagt, wir gehen jetzt in das Lokal da. Ich rufe Gerd an, ein Freund von uns. Der soll mich abholen. Gerd war nicht zu Hause. Es ist ihm aber gesagt worden, dass er kommen soll. Und dann habe ich sie allein gelassen, weil sie es so gewollt hat. Sie wohnte? Was? Wo sie gewohnt hat? In Sendling möbliert. Und ihre Angehörigen? Sie hat nur noch ihre Mutter. Die lebt in Hannover. Sie ist schon verständigt. Ich habe sie angerufen. Mit Menschen, denen man solche Schmerzen zufügt, muss man gleich reden, so gut man kann. Haben Sie ein Foto von Ihrer Freundin? Dunkle Haare, wie die beiden anderen auch. Da ist der Wirt. Ich setze mich ein bisschen hin, ich habe ja schon mit ihm gesprochen. Grüß Gott, mein Name ist Klein. Ich komme von der Mordkommission. Soll ich es doch mal erzählen? Ja, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Vielleicht gehen wir besser nach hinten. Lass uns allein.
Übrigens, das ist mein Sohn und meine Tochter. Verschwindet. Wie oft habe ich euch gesagt, ihr sollt die Musch nicht in der Küche lassen? Ich hab dir gesagt, du sollst verschwinden! No. Ich kann Ihnen ja gar nicht sagen, wie mir zumute ist. Bringen Sie selber zur U-Bahn, weil sie Angst hatte. Sie hätte mir gesagt, dass sie Angst hat. Sie ist ja nicht die Einzige, die Angst hat. Hier, in dieser Gegend. Erzählen Sie ruhig weiter. Ich habe sie kurz bis vor den Eingang gebracht. Ich habe gesagt, jetzt sind wir da. Kommt in jetzt 2 Minuten. Jetzt kann nichts mehr passieren. Der Zug kommt in 2 Minuten. Sehr, sehr freundlich von Ihnen. Ich bin doch nicht auf den Gedanken gekommen, dass jetzt noch was passieren könnte. Sind Sie gleich zurückgegangen? Danke vielmals. Ja, langsam zurückgegangen. In aller Ruhe zurückgegangen. Weil ich nachgedacht habe. Über den Menschen, der ein ganzes Stadtviertel in Angst und Schrecken versetzt. Ich fragte mich, was für ein Mensch ist das? Wer kann so etwas tun? Ist Ihnen irgendjemand begegnet oder hat sie überholt? Nicht, dass ich wüsste. Kein Glück? Es geht so. Ist ein Glücksspiel. Nein, das war. Wohnen Sie hier in der Gegend? Hier im Haus ganz oben. Spielen Sie doch mal. Herr Ludewig. Auch schon fertig? Ja, es war nicht sehr ergiebig. Es sei denn, er war es. Daran habe ich auch schon gedacht. Der Letzte, der Sie gesehen hat, warum sollte der nicht der Mörder sein? Ja, was spricht dagegen? Er hat sich heute Morgen bei mir selber gemeldet, telefonisch, er sprach mit mir, weinte fast. Ich habe das Mädchen auch selbst an die U-Bahn gebracht. Wollen Sie etwas trinken? Ja, bring's mir auch ein Bier, bitte. Herr Ludewig, es wäre doch auch denkbar, dass der Mörder hier im Lokal war, gestern Abend. Überlegen Sie doch mal, das Mädchen hat telefoniert, hat gewartet auf einen Freund, der da nicht kam. Das könnte doch irgendjemand mitbekommen haben. Tausende von Menschen. Wie den findet. Das Motiv müsste man finden. Auf jeden Fall ist es ein krankhaftes. Kann man einem Menschen ansehen, wenn er krank ist, dass er krank ist? Eigentlich bin ich ganz froh, dass Sie da sind. Ich bin ehrlich gesagt ganz erleichtert. Der Kriminaldirektor hat uns eine Beamtin zugeordnet. Als Lockvogel. Eine Frau, auch das noch. Ich nehme an, dunkelhaarig und jung. Sie könnten fast Hellseher sein. Sie. Herr Ludewig. Sie sehen, Ihre Sohlenmethode ist ansteckend. Ja, sehe ich. Aber ich bin vollkommen durchfroren. Trinken wir noch was? Schon wieder? Immer. Wir wollten gerade zumachen. Ich höre, dass alle Anwohner überprüft werden sollen.
Wie denn? Auf welche Weise? Ja, genauso wie Sie. Ich verstehe. Vater, werde ich noch gebraucht? Nein, nein. Was machen Sie denn da? Wo wollen Sie denn hin? Ich wollte zur U-Bahn gehen. Was wollen Sie denn da? Jetzt fährt doch überhaupt kein Zug mehr. Ich wollte mir eine Zeitung kaufen. Es wird doch noch erlaubt sein, oder? Der wohnt hier im Haus. Oben unterm Dach. Bossler heißt er. Bossler. Er arbeitet nichts, der Mann. Er lebt allein, ohne Familie. Er hat sehr kräftige Hände. Was soll denn das heißen? Ich meine, ich kann ja auch mit einer Hand jemanden Kehlkopf eindrücken, oder? Dann gehören Sie für mich auch zu den Verdächtigen. Aber Herr Ludewig... Wissen Sie, das ist ein Fall, der mir an die Nieren geht. Ich habe mein Leben lang mit Toten zu tun gehabt, aber ich halte sie immer weniger aus. Entschuldigung. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, ich bin hier, hallo. Wie kommen denn Sie zu unserem Verein? Schauen Sie, mein Vater war bei der Polizei. Und er glaubt, dass das ein krisenfester Beruf ist. Sehr gläubig. Kann ich mal die Fotos sehen der Mädchen? Angestellte in einem Spielautomatensalon, stand kurz vor der Heirat. Musikstudentin und eine Biologin, angestellt an einem Institut an der Universität. Alle Opfer haben dunkle Haare, was möglicherweise eine Bedeutung haben könnte. Ja, sieht sehr echt aus. Sie meinen, man nimmt mir das ab? Ja. Was mir eher Angst macht. Sie brauchen keine Angst haben. Ich übe nur meinen Beruf aus. Ja, schmeckt's, Herr Ludewig? Sie? Ich habe Sie versucht, in Ihrem Büro zu erreichen. Was soll ich denn im Büro? Finde ich den Mörder im Büro? Ist was passiert? Nein. Ich möchte Sie mit jemandem bekannt machen. Aha. Das ist unsere Kollegin Fräulein Meißner. Tag. Das ist Herr Ludewig. Guten Tag. Tag. Es tut mir leid. Aber ich halte nichts davon. So eine Idee. Wäre mir nie gekommen. Mein Gott, wie sie aussehen. Dunklen Haare. Ist doch Perücke. Perücke. Naja, wir wissen doch, dass der Mörder immer hinter demselben Frauentyp her ist. Ja, eben. Und der Typ sind Sie. So sind Sie es. Wie wollen Sie denn vorgehen? Sollen Sie nachts auf die Straße gehen? Der Täter wartet nicht, bis Sie Ihre Waffe gezogen haben. Der fällt Sie an wie ein Tier. Der hat seine Hände eher an Ihrem Hals, als Sie denken können. Naja, aber ich bin doch auch noch da. Ja?
Wie sind Sie denn in Ihrer Nähe? Neben ihr, hinter ihr? Wenn der Täter Sie sieht, dann bleibt er, wo er ist, im Dunkeln. Wie Sie wollen. Wie Sie wollen. Die Verantwortung liegt bei Ihnen. Genauso ist es. Hören Sie, Herr Ludewig. Wir haben gegenüber ein Zimmer angemietet, im ersten Stock, gegenüber von der Gaststätte. Und von dort aus observieren wir. Haben Sie einen Wunsch? Was? Wenn ich gewusst hätte, dass die Polizei das Zimmer mietet, dann hätte ich es nicht getan. Ja, jetzt regen Sie sich mal wieder ab und vor allem zu keinem anderen ein Wort. Bin ich denn in Gefahr? Eben nicht, deswegen sind wir ja da. Wir beschützen Sie. Mir? Mir legt keiner die Hände um den Hals. Ich sehe nicht, dass ich in Gefahr bin. Herr Schröder, machen Sie bitte den Vorhang auf. Ich? Warum? Bitte. Bitte. Darf ich fragen, warum ich den Vorhang aufmachen soll? Damit ich da besser hinausschauen kann. Es ist also das Hauptquartier. Ja, so könnte man das nennen. Das Zimmer wird rund um die Uhr besetzt sein. Und von hier aus registrieren wir alles, was sich unten auf der Straße tut. Dann haben wir noch die Möglichkeit, die ganzen Straßenzüge im Umkreis innerhalb von kürzester Zeit abzusperren durch Funkwagen, die wir anfordern. Große Organisation. Ja, sagen wir so, ein Netz, in dem der Mörder hängen bleiben soll. Und Sie? Naja, ich wohne hier. Ich bin eben hier eingezogen. Brauchen Sie mich noch? Nein, danke. Bitte. Ja, wir installieren eine Videoanlage mit Videokamera und halten sämtliche Bewegungen, die unten auf der Straße stattfinden, die Bild- und Tonfestebene. Sehr gut. Sehr gut. Moderne Mittel. Ja, jeder hat seine Methode. Also sie wird sich irgendwo hinsetzen und versuchen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ja. Jetzt braucht man bloß noch einen Mörder. Ja. Drei Stunden war ich auf der Welt und kreiz mit Brot und Brot. Der Vater war so stolz. Sag mal, weißt du, wo die Muschi ist? Die Muschi ist verschwunden. Ich hab dir tausendmal gesagt, dass die Muschi in der Küche nichts verloren hat. Ja. Was möchten Sie bitte trinken? Einen Tee, bitte. Danke. Bleiben Sie den ganzen Abend da? Ja, es kommt drauf an. Also ich halte von Ihrer Lockvogelmethode wirklich nichts. Bossler. Berger? Hast du den gesehen, der gerade rausgekommen ist? Ja, ein Mann. Er ist in die Toreinfahrt gelaufen. Hallo? Wusch! Wer hat denn die verdammte Katze rausgelassen? Wusch! Wusch! Wusch, Sie! Die verdammte Katze hier! Ich seh auf!
Immer das Gleiche. Brav. Ja. Bravi Muschi, ja. Mistviecher! Ganz bravi Muschi, ja. Wenn du mir noch einmal abhaust, dann gibt's aber auch was. Gell? Was machen Sie denn hier? Ja, ich bin unterwegs. Da hätte ich gleich eine Frage an die Polizei. Ja? Darf ich hier auf meinem Grundstück, in meinem Hof, fremde Karte erschießen? Ja, warum? Weil die auch hier im Trieb nachgehen, oder was? Hä? Darf man sich setzen? Bitte. Bringst mir mal ein Bier rüber, Maria? Wendig ist mein Name. Danke. Sie sind allein hier? Ja. Ja, ich habe Sie noch nie hier gesehen. Ich bin auch gestern erst hier eingezogen, da gegenüber. Aha. Ja, ich bin Masseur. Wirklich? Massiere auch Damen. Sagen Sie, wer ist denn das neben der Schwarzhaarigen da hinten? Das ist der Wendig. Wohnt ganz in der Nähe. Der Masseur. Sag mal, kriegen wir die Bullen überhaupt nicht mehr los? Sind doch gute Gäste. Herr Ludewig, kommen Sie noch mit rauf? Wir haben auch was zu trinken oben. Nein, nein. Gerade so viel. Was haben Sie denn vor? Ihre Sohlenmethode? Mir fällt einfach nichts anderes ein. Wohnen Sie hier in der Nähe? Ja, nicht weit von hier. Werden Sie abgeholt? Warten Sie auf jemanden? Nein. Sagen Sie mal, wissen Sie eigentlich, was hier in dieser Gegend los ist? Nein, wieso, was meinen Sie? Das weiß doch ganz München. Diese Morde hier, hier bei uns, hier in diesem Viertel. Ich bin heute erst hier eingezogen. Was macht's bitte? 1970. 20, stimmt, danke. Wenn Sie nachts allein auf die Straße gehen, dann sind Sie leichtsinnig. Ist allein. Will nachts allein auf die Straße. Wer soll mir denn was tun? Na? Na? Zahlen. Sie kommt. Ich bin's. Die machen da Schluss jetzt. Ist Ihnen unter den Gästen irgendjemand aufgefallen? Nein. Niemand, der mir ungewöhnlich vorgekommen ist. Da war doch einer an Ihrem Tisch. Ja, das war ein Masseur. Ein gewisser Wendig. Der war besonders nett. Soll ich jetzt gleich losgehen? Voll. Ich glaube, wir warten ein bisschen. So eine halbe Stunde. Ziemlich ruhig im Moment. Ganz wenig Leute unterwegs. Na, wie fühlen Sie sich? Es geht so. Immer noch aufgeregt? Sagen wir angespannt, aber es gehört ja zu unserem Beruf. Vielleicht einen Hund gesehen? Nein, tut mir leid, ich habe keinen Hund gesehen.
mit dem Hund runter auf den Hof. Jedes Mal haut er ab. Verdammter Straßenköter ist das. Naja, wenn es ein Straßenköter ist. Ja, haben Sie eigentlich recht. Sie meinen, was wundere ich mich da? Hm? Mhm. Was machen Sie denn auf der Straße? 1 Uhr nachts. Ich suche ein Taxi. Gibt's aber wenige. Jetzt um diese Zeit. Ah, da ist er ja. Hasso! Du Lump, du! Wo warst du denn? Ja, wo warst du denn? Manchmal kommt er erst morgens nach Hause. Na, hörst du, dass du das nicht noch einmal machst? In der Pratzhaufen, in der blöden Kneipe, die Straßenköter, du! Ich glaube, der meint sich selber. Verzeihung, ich suche ein Telefon. Ich muss unbedingt telefonieren. Die Lokale haben schon alle zu. Sie meinen eine Telefonzelle? Ich finde einfach keine. Ja, ich bin da eben an einer vorbeigekommen. Darunter? Ja, 100 Meter von hier. Danke. Bitte. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Nein, nein, meine Freundin, sie ist davon gelaufen. Sie wollte sich das Leben nehmen. Was hält man davon, wenn eine Frau so etwas sagt? Damit will sie doch nur Druck ausüben, ja? Wahrscheinlich. Sie will, dass ich sie anrufe und sage, entschuldige, es war nicht so gemeint. Ja, das will sie. Trotteltus. Darunter. Darunter. Danke. Was wollten wir? Such dir eine Telefonzelle. Na, Zuckermaus? Geht was mit uns? Hau ab! Hau ab, hab ich gesagt! Was wollte die denn? Eine Zuckermaus. Die ganzen Dieren sind verschlossen, ja, hakelt nun mal nicht. Was will man denn eigentlich? Ein bisschen Healing! Bei einer Kellertier, ist denn das groß so schlimm? Hä? Überall, wo du hinschaust, ist zugesperrt. Da muss ein bisschen warm machen, dass du ein bisschen aufwärmen kannst. Er versucht ja jeden Abend unterzukommen. Armer Hund. Seine Frau hat sich aufgehängt. Eine heiße Suppe kann ich gut gebrauchen. Jetzt merke ich erst, wie kalt mir ist. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Vielleicht vor lauter Aufregung. Meinen Sie? War irgendwas? Der Typ von gegenüber war zweimal auf der Straße. Was? Dem du neulich nachgegangen bist auf den Hof. Bin schon unterwegs.
Was wollen Sie von mir? Sie wissen, dass wir alle Leute überprüfen. Wegen der Mordfälle. Da überprüfen Sie mich? Um 2 Uhr nachts? Sie waren doch vorher noch auf der Straße. Und? Was soll ich Ihnen sagen? Zeigen Sie mir einen Ausweis. Na klar. Warum nicht? Hier, mein ganzes Büro. Die Papiere, die können Sie haben. Wusch! Warum nicht? Wusch! Wusch, wo bist du? Verdammte Kater! Jetzt sucht er wieder seine Katze. Die brennt ihm immer durch. Die ist hinter den Katern her. Warten Sie mal. Die macht ihn ganz krank. Meine Papiere, die können Sie ruhig haben. Die sind in Ordnung. Tut mir leid, dass ich Sie aufgehalten habe. Gute Nacht. Musste noch mal zum Arzt und ja, bei der Gelegenheit habe ich mal reingeschaut. Ich wollte wissen, wie es dir geht, wie die Sache so steht. Tja, es hat sich noch nicht allzu viel ergeben. Ja, ich habe schon gehört, Berger hat mir erzählt. Ah, ich bin ausgeschlafen. Was, ich habe überhaupt nicht geschlafen. Tag. Ja, das ist Carla Meissner, die junge Kollegin, die mit uns zusammenarbeitet. Mhm. Meissner? Ich kannte einen Meissner. War er Lehrer an der Polizeischule? Ja, mein Vater erinnert sich auch an Sie. Nein. Grüßen Sie ihn von mir? Mhm, mach ich. Ja, gut, dann will ich nicht länger stören. Ich warte auch draußen. Bleibst du lange? Ich werde dir die Wahrheit sagen. Du musstest nicht zum Arzt. Nein. Ich gebe zu, ich wollte den Sanatoriumsaufenthalt abbrechen. Aber? Na, ich habe plötzlich eingesehen, dass ich dir die Sache nicht reinreden kann. Ich kann dir die Sache nicht wegnehmen. Warum kannst du mir die Sache nicht wegnehmen? Das weißt du so gut wie ich. Es ist dein Fall und du musst ihn lösen. Du wirst ihn lösen ohne mich. Also, ich gehe jetzt ganz gehorsam zurück ins Sanatorium. Oh, da diese junge Kollegin. Hat sie Qualität? Ja. Ja. Es ist doch was. Zeit beobachten. Um diese Zeit finden Sie doch keinen Kunden mehr. Mach Ihnen einen Vorschlag. Kommen Sie mit drauf? Lassen Sie mich zufrieden.
Stress. Was wollten Sie damit sagen? Lassen Sie mich zufrieden. Und wenn ich das nicht tue? Lassen Sie mich los. Sie sollen mich in Ruhe lassen. Carla! Profi. Diese miese kleine Hure mit Zuhälter, was? Halt's Maul! Irgendwas Besonderes? Ja, wieder der Typ von gegenüber. Was, der war schon wieder auf der Straße? Ein paar Mal. Ich hab dir die Kassette schon eingelegt. Na, was sagst du dazu? Worauf wartet er? Und er schaut genau zu uns hoch. Woher weiß er, dass wir hier oben sind? Also ich hab's ihm nicht erzählt. Der benimmt sich doch recht merkwürdig. Allerdings. Müde? Mhm. Also gut. Wir machen Schluss für heute. Ich hab's heute richtig mit der Angst zu tun bekommen. Das hab ich gemerkt. Ich bin doch auch noch da. Ich bin doch auch noch da. Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Die Mampf mit Appetit. Und ich krieg das große Fragsaus. Ich kenne hier jeden Pflasterstein in den Straßen. Das Amt sollte uns die Schuhsohlen bezahlen. Wie viele Sohlen habe ich mir hier schon abgelaufen? Mein Amt? Amt. Zahlen bitte. Komm sofort. Uns Männer aus Gott schön dressiert, was uns nicht sehr gefällt. Willst du was trinken? Auch gut. Was macht das bitte? 6,70. Danke. Müde? Mhm. Da geht es Ihnen wie mir. Ich beneide Leute, die nachts gut schlafen können. Gute Nacht. Gute Nacht. Na, Nacht. Wie spät haben wir? 1 Uhr. Gehen wir jetzt?
Ja, okay. Hallo? Herr Bosler. Ich muss Ihnen was zeigen. Tot? Hat er den Hals umgedreht? Wenn die Kater schrien, war sie nicht mehr zu halten. Er hat ihr den Kehlkopf eingedrückt. Carla, bleiben Sie, wo Sie sind. Okay, verstanden. Ja, was ist denn? Ja? Das ist ja unsere Musch. Sie ist tot. Was? Musch ist tot? Rudolf ist gar nicht zu Hause. Wer ist diese Frau? Das ist die Frau meines Sohnes. Sie ist tot? Nein, sie ist, sie hat ihn verlassen mit einem Liebhaber. Für ihn ist sie tot. Wo ist er jetzt? Ich weiß nicht. Ich dachte, er schläft. Berger? Sie haben das alles gewusst. Nicht genau, ich wollte, ich hab's... Alarm an alle! Verschwinde! Ich will dich niemals wiedersehen! Vater! Stehen Sie auf! Herr Ludewig. Na, sehen Sie. Zu Fuß geht das auch. Ich bin aus dem Sanatorium entlassen. Bin wieder dienstfähig geschrieben und der alte Despot, der möchte dir persönlich gratulieren. Ja, wozu? Es wäre doch fast alles schief gegangen. Ist ja nichts schief gegangen. Sie haben mich doch gewarnt. Aber doch fast zu spät. Ich war auf dem Hof, wusste gar nicht, was los war. Also sowas möchte ich nicht nochmal erleben. Ich war doch da.
Sie soll auf mich warten. Würden Sie das sagen? Gut, sage ich ihr. Die Tanzerei ist gerade zu Ende. Wie, was? Wieso, wie, was? Ich habe nie verstanden. Sagen Sie mal, so ganz okay sind Sie nicht. Ich sagte, der Tanzunterricht hat gerade aufgehört. Sind Sie noch da? Sagen Sie ihr, dass ich ihr entgegenkomme mit dem Wagen. Sagen Sie ihr das. Ich muss Sie unbedingt sprechen. Sie soll mir nicht davonlaufen, ja? Danke. Vielen Dank. Zahlen. Du hast eine Menge getrunken. Na und? Haben Sie was gegen gute Kunden? Nein, gegen gute Kunden habe ich überhaupt nichts. Aber du bist nicht mehr ganz sicher auf den Beinen, lieber Junge. Bin ich ja, lieber Junge. Ich kenne dich lange genug, aber wie du willst. Ich sehe, dass du betrunken bist. Mit dem Wagen losfahren willst. Und wollen Sie mich etwa daran hindern? Gib mir den Autoschlüssel und geh deine Freundin zu Fuß entgegen. Fassen Sie mich nicht an. Lass den Wagen stehen, Robert! Robert, mach keine Dummheiten! Mich abholen! Um Gottes Willen, das fehlt mir noch. Er kommt Ihnen entgegen, aber Sie sollen ihm nicht davonlaufen. Tja, das werde ich unter Garantie tun. Der soll mich in Frieden lassen. Was ist das für ein Junge? Er läuft mir nach. Überall taucht er auf. Ja, und was will er? Na, was will der schon? Dann war er mit mir tanzen. Aber das ist er, darunter versteht. Komm. Ich hab's ihm immer wieder gesagt, dass Schluss ist. Er glaubt's einfach nicht. Jetzt kommt er mir auch noch entgegen. Hast du Angst vor ihm? Nein. Aber ich will einfach nicht mehr mit ihm reden. Mach's gut. Alfred! Was ist los, André? Hattie ist nicht nach Hause gekommen. Sie müsste längst da sein. Wo ist sie denn? In der Tanzschule. Mit dem Fahrrad? Ja, mit dem Fahrrad. Hast du schon angerufen? Ja, sie sagen, sie ist schon lange weg. Schon über eine Stunde. Alfred! Ja? Ich habe Angst. Margarete? Was ist denn da los? Ich sehe mal nach. Robby? 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 Mama. Was ist denn, Junge? Hilf mir. Ja, was ist denn? Hilf mir. Bist du verletzt? Was ist denn passiert? Hattie ist tot. Was? Hattie ist tot. Ich hab sie umgebracht. Was ist denn? Robert ist es. Er hat seine Freundin umgebracht. Hat keinen Unsinn. Gottes Willen, Anton. Jetzt nimm dich mal zusammen. Was ist los? Er sagt, er hat Hattie umgebracht. Wo ist der Junge? Was ist los? Sieh mich an. Du bist betrunken. Papa, ich habe sie umgebracht. Ich wollte es nicht. Ich habe sie vom Rad gestoßen. Ich wusste nicht mehr, was ich tat. Ich wollte doch nur mit ihr reden. Komm rein. Ich wollte doch nur mit ihr reden. Aber sie sagte, hau ab, verschwinde. Und da habe ich sie... Komm rein. Jetzt nimm mal deinen Verstand zusammen.
Was ist mit dem Mädchen? Er sagte, ich wollte Schluss machen. Sie war in der Tanzschule und er wollte sie abholen. Sie kam mir mit dem Fahrrad entgegen. Aber sie hat einfach nicht angehalten. Und es gab Streit und da hat er sie... Warum muss ich das alles erzählen? Jetzt hör auf zu heulen. Hat dich jemand gesehen? Ob dich jemand gesehen hat? Vater fragt, ob dich jemand gesehen hat, Junge. Nein. Denk nach. Ist dir jemand begegnet? Irgendjemand? Bei der Hinfahrt? Bei der Rückfahrt? Nein, niemand. Dann ist ja noch nichts verloren. Zieh das aus, schaff das weg. Verbrenn das oder tu das in den Müll. Nein, nicht in den Müll. Wir werden überlegen, wohin damit. Und du, Kirmatz, komm zu dir. Steck ihn ins Bett. Hör zu. Du hast das Haus heute nicht verlassen. Du bist früh ins Bett gegangen. Dieser Idiot! Dieses Rad! Es ist Ihr Rad und Ihre Tasche! Wo haben Sie das Rad her? Ich habe es gefunden. Es lag hier neben der Straße. Ich habe es nur aufgefunden. Wo genau haben Sie es gefunden? Geben Sie das Rad her. Ja. Steigen Sie ein! Ist das weit von hier? Wo Sie es gefunden haben? Verdammt, haben Sie es verstanden? Können Sie nicht sagen, wie weit das Steigen ist? Steigen doch Ihr Rad her! Kommen Sie! Los, beeilen Sie sich! Steigen Sie ein! Los, beeilen Sie sich! Steigen Sie ein! Haben Sie nur das Fahrrad gefunden? Das Rad gehört meiner Tochter. Sie ist nicht nach Hause gekommen. Sie müsste längst zu Hause sein. Haben Sie unsere Tochter nicht gesehen? Ein junges Mädchen. Warum antworten Sie nicht? Herrgott, nochmal, machen Sie doch endlich Ihren Mund auf! Da vorn hier. Man sieht ja nichts, es ist so dunkel hier. Schon raus. Sagen Sie, wo das Fahrrad war. Kommen Sie schon. Nein! Nein! Hast du ihn erreicht? Ja, ist am Apparat. Stefan, Mord in Forstenried in der Waldstraße. Von wo rufst du an? Fall nicht gleich vom Stuhl. Ich hab den Notarzt rufen müssen. Den Notarzt? Was ist denn los? Nichts Besonderes. Ich weiß nicht. Vielleicht ein Infekt. Schüttelfrostfieber. Der Kreislauf ist nicht in Ordnung. Das nennst du nichts Besonderes? Aber das ist kein Grund, sich aufzuregen. Also, was ist mit dem Mord? Mach dir mal die Tür zu. Ein junges Mädchen ist umgebracht worden. Ja, behalten die dich da? Das weiß ich doch jetzt noch nicht. Menschenskind, wir brauchen dich doch jetzt. Nein, du brauchst mich nicht. Das ist dein Fall und du wirst ihn lösen. Wieso mein Fall? Ich meine, den werden sie mir eh wegnehmen. Nein, das werden sie nicht tun. Wenn irgendetwas ist, dann ruf mich an. Ich habe Telefon hier in der Klinik, ich habe Telefon zu Hause. Harry, nimm nie die einfachste Lösung. Aber das weißt du ja. Okay? Ja, Stefan. Also, gute Besserung. Wir sollen es alleine machen. Also los.
du meine Zigarette bitte? Ich denke, du rauchst nicht mehr. Ich rauche jetzt aber. Kann mich einfach nicht dran gewöhnen. Weil es ein junges Mädchen ist? Ja, weil es ein junges Mädchen ist. Rauchen im Wald strengstens verboten. So ein Mädchen um. Vielleicht weiß der, kommt mit ihrem Fahrrad an, sagt, er hat es gefunden. Und hat sie nicht gesehen? Die Tote nicht gesehen? Wir werden das überprüfen. Schauen Sie, wie er da steht. Wie teilnahmslos. Was ist das für ein Mann? Wer ist das überhaupt? Was macht er hier nachts im Wald? Kann doch sein, dass ihm ein Leben weniger gilt als ein Fahrrad. Er kann einen Toten liegen lassen. Aber das Fahrrad nimmt er mit. Beruhigen Sie sich, ich habe Ihnen gesagt, dass... Der Herr, ich hab's gehört! Es wird alles überprüft. Überlegen Sie nicht auch, ob das da nicht der Mörder ist? Doch. Das überlege ich. Ich kann es nicht mehr sehen, wie meine Tochter so da liegt. Kann man sie nicht zudecken? Du hast mit der Tanzschule telefoniert? Margret. Er telefoniert mit der Tanzschule. Was hast du gesagt? Dass ich Hetty abhole. Hast du deinen Namen genannt? Sag, ja oder nein? Ja. Er hat seinen Namen genannt. Hat seinen Namen genannt. Aus. Jetzt ist es aus. Was kann man jetzt noch machen? Wer hat den Anruf angenommen? Deinen Anruf? Ein Mann. Was heißt ein Mann? Weißt du, wer das war? Fries, die Leute heißen Fries. Von wo aus hast du telefoniert? Von hier? Nein. Vom Mühlenwald aus. Hat dich jemand dabei gesehen, der zugehört? Wird. Keine Chance. Wir haben keine Chance. Was siehst du mich an? Sowas haben wir großgezogen. Schauen wir an, wie er da sitzt. Wo hast du das Mädchen umgebracht? Sag, genau die Stelle. Ich sehe mir das an. Vielleicht ist sie noch gar nicht gefunden worden. Was ist denn hier los? Fahren Sie bitte weiter. Was passiert? Fahren Sie bitte weiter. Bleiben Sie hier nicht stehen. Ich habe Ihnen doch gesagt, fahren Sie weiter. Steht das nicht morgen sowieso in der Zeitung? Ein junges Mädchen ist ermordet worden. Erwürgt in einem Tier von Menschen. Fahren Sie jetzt nach Hause, ja? Ja, ich bringe Sie nach Hause. Ich brauche einen Arzt. Aber beschäftigen Sie sich mit diesem Mann. Mit diesem Mann da. Der Mörder. Vielleicht ist er der Mörder. Wer ist das? Der hat die Tote gefunden. Versuchen Sie das! Steigen Sie ein, bitte.
Nein, nein, Sie fahren nicht weg. Sie fahren uns voraus. Fahren wir jetzt hinter einem Mörder her? Er hat die Tote gefunden. Er hat das Rad gefunden. Aber vielleicht auch die Tote. Was ist mit ihm? Irgendetwas ist mit ihm nicht in Ordnung. Ist er geistig behindert? Sieht so aus. Er zeigt keine Reaktion. Jedenfalls keine normalen. Ich bin immer noch nicht dahinter gekommen, was ist eigentlich normal. Kriminalpolizei. Komm mal runter. Sagen Sie, Sie arbeiten und wohnen noch hier? Ja. Entschuldigen Sie die späte Störung. Hat er was verbrochen? Wir haben nur ein paar Fragen an Ihren Angestellten. Außerdem müssen wir seine Kleidung sicherstellen. Geh auf dein Zimmer und zieh dich erstmal um. Wie kommen Sie rein? Er heißt Manfred Georg. Wir nennen ihn Manni. Oh, ist ein bisschen. Behindert, meinen Sie? Das will ich nicht sagen. Nein, nein, das ist er nicht. Obwohl es so aussieht. Es gibt Dinge, da ist er schlauer als wir. Alles, was mit Natur zusammenhängt. Irgendwie ist er ein Kind der Natur. Im Wald kennt er sich aus und mit Pflanzen. Deswegen habe ich ihn. Er ist ein guter Arbeiter, aber liest keine Zeitung. Was ist los mit ihm? Die Runde kenne ich. Junges Mädchen, blond, sehr lebhaft. Sie holt ja ab und zu Blumen. Könnte es sein, dass der Mann sie auch kennt? Ja, natürlich kennt er sie. Er hat sie oft genug bedient. Ich nehme an, dass er sie kennt. Wissen Sie, was in ihm vorgeht, das ist auch mir ein Geheimnis. So ganz schlau wird niemand aus ihm. Kommst du mal runter, Manni? Hör zu, Manni. Weißt du, wer da ermordet worden ist? Ich kann es ihm doch sagen, oder? Natürlich. Der Tyron. Du kennst sie doch. Ein junges Mädchen, sehr hübsch. Sie hat oft Blumen gekauft bei uns. Hedi Ruhn. Du erinnerst dich? Sie ist tot. Du hast ihr Fahrrad gefunden. Und sie selbst hast du nicht gesehen? Also manchmal kann man einfach nichts mit ihm anfangen. Das ist eine Sache, die innen bei ihm passiert. Da macht er einfach zu. Die Hetty ist umgebracht worden. Hast du die Hetty gesehen? Bist du ihr begegnet? Du kannst es uns sagen, wenn du ihr begegnet bist. Er hat zugemacht, sehen Sie. Wir müssen ihn mitnehmen. Ich war da. Ich habe mir das angesehen. Ich habe mir angesehen, wie das Mädchen in den Sarg gelegt worden ist. Lump, gemeine, folgst du mit deinem Dreck in den Händen? Du bringst ihn um! Ich bringe ihn nicht um. Aber die Schläge hat er verdient. Sie haben jemanden mitgenommen. Einen jungen Mann, der die Tote gefunden hat. Mitgenommen. Ich muss mich morgen gleich darum kümmern. Bringt mir mein ganzes Leben durcheinander. Sie waren also mit dem Fahrrad unterwegs. Und wo?
Haben Sie meine Frage verstanden? Ja. Ich war unterwegs im Wald. Im Wald? Gehen Sie öfters spazieren? Nachts im Wald? In der Dämmerung. Und auch nachts. Weil manche Tiere, die sieht man nur in der Nacht. Aha. Und welche Tiere sieht man nur nachts? Dachse, Füchse. Mhm. Ich hab sie mal gesehen. Die kamen aus einem Bau. Dachse und Füchse aus einem Bau? Ja, im Winter kommt das vor und dann wärmen die sich gegenseitig. Sie haben also Dachse und Füchse beobachtet? Wie lange? Wissen Sie, wie spät es war? Wie viel Uhr? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Uhr. Keine Uhr? Aha. Sie haben also irgendwann in der Nacht Ihr Fahrrad gepackt und sind dann wieder nach Hause gefahren. Dann sind Sie einer Radfahrerin begegnet. Sie haben sie überholt, Sie kannten sie ja, es war Hetiron. Sie kennen doch Hetiron. Sie hat ja immer bei Ihnen in der Gärtnerei Blumen gekauft. Ja, die Hetti. Sie haben sie also getroffen? Nein. Sie müssten sie doch getroffen haben. Ich meine, das Fahrrad fährt ja nicht von alleine durch den Wald. Also, Sie haben das Mädchen getroffen, das Sie kennen und das immer sehr freundlich zu Ihnen war. Ja. Die Hetti war doch immer sehr freundlich zu Ihnen. Ja, die Hetti. Sie haben sie getroffen und haben sich erinnert, die Hetti war immer sehr nett zu mir gewesen. Oder? Nein. Nein? Ich hab es gefunden. Es lag neben der Straße und ich habe es nur aufgehoben. Das Fahrrad? Ja. Ein Naturkind. Er liebt den Wald, hat zwar keine Uhr, aber weiß, wann der Mond aufgeht. Und dass im Winter Dachs und Fuchs in einem Bau zusammenwohnen. Um sich gegenseitig zu wärmen. Hättest du das gewusst? Nee, habe ich nicht gewusst. Er schläft. Kommen Sie. Ich fahre Sie nach Hause. Nein, ich komme heute nicht ins Büro. Ich habe Außentermine. Danke, gut. Der Junge soll im Bett bleiben. Wenn jemand etwas von ihm will, er ist krank. Hast du verstanden? Ja, ja, ja. Ohne mich keine Auskunft. Ist das klar? Ja, ja. Hallo? So früh am Morgen. Ich komme gerade vorbei, da dachte ich, schau mal rein. Herr Fischer ist da. Aha. Wieso aha? Weil mir was durch den Kopf geht. Darf man auch wissen, was? Nein, darfst du nicht. Guten Morgen, Herr Fischer. Morgen, Sänger. Schön, dass Sie sich mal wieder sehen lassen. Tja, war lange nicht hier, nicht? Viel zu tun, wissen Sie. Das bedeutet, dass die Geschäfte gut gehen. Ja, ich kann nicht klagen. Haben Sie irgendeinen Wunsch? Trinken am frühen Morgen? Nein, nein, das ist nicht meine Sache. Meine auch nicht. Sagen Sie mal, haben Sie gehört, was heute Nacht passiert ist? Es war gar nicht weit von hier. Ja, ich hab's gehört. Ein junges Mädchen ist ermordet worden. Traurige Geschichte. Sie kam von einer Tanzschule, glaube ich. Ja, mit dem Fahrrad. Ja. Um mal auf den Kern der Sache zu kommen. Mein Sohn war gestern Abend hier. Ja, und? Hat eine ziemliche Zeche gemacht. Oh ja, das hat er. War ziemlich betrunken, als er nach Hause kam. Um es genau zu sagen, stockbesoffen. Ja, aber die jungen Leute vertragen ja nichts mehr. Ja, das stimmt. Ja, er hat von hier aus telefoniert, erinnern Sie sich? Ja. Haben Sie mitbekommen, worum es sich dabei gehandelt hat? Ach, wissen Sie, ich stand an der Theke. Ich habe es mitgekriegt, ohne dass ich es wollte. Ich verstehe, ja. Er wollte jemanden abholen, das sollte ausgerichtet werden. Wem ausgerichtet werden? Nannte er einen Namen? Ja, ein Name, der sich leicht behalten lässt. Hetti Rohn. Das Mädchen, das gestern Nacht umgebracht worden ist, war Hetty Rohn. Oje, oje, oje. Bitte. Ja, jetzt sieht da doch jeder sofort Zusammenhänge. Das alles läuft doch auf meinen Sohn raus. Da baut sich plötzlich etwas auf. Ein Riesenverdacht. Na, ehrlich gesagt, den hätte ich auch. Dabei ist er sofort nach Hause gefahren, war viel zu betrunken, um noch weiterfahren zu können. Stimmt, betrunken war er. Und wie?
konnte kaum mehr geradeaus gehen. Ich habe noch zu ihm gesagt, gib mir den Autoschlüssel und geh zu Fuß nach Haus. Aber eigensinnig wie er ist, ist er mit dem Wagen gefahren, hat beinahe das Garagentor noch mitgenommen. Naja, das ist ja das Wenigste. Ja, jetzt ist nicht auszuschließen, dass die Polizei sich... Nicht jetzt! Die Polizei sich mit meinem Sohn befasst. Er war mit dem Mädchen befreundet. Große Liebe, großer Krach, wie das so ist. Da wäre es natürlich wichtig, wenn Sie eine Aussage machen würden. Naja, was Sie eben gesagt haben, war viel zu betrunken, um noch geradeaus zu gehen. Aha. Und dass er nach Hause gefahren ist. Ja, aber das sagt ja nicht, dass er nach Hause gefahren ist. Wann hat er telefoniert, wissen Sie das? Och, nicht genau. Um 10. Aha. Ja, er braucht 10 Minuten nach Hause. 10 nach 10 war er da. Was sagen Sie dann? Ich sage das, meine Frau sagt das. So kommt er als Täter nicht in Betracht. Ausgeschlossen, hat er gar keine Zeit dazu. Aha. Sie würden mir einen großen Gefallen tun. Und die Polizei davor bewahren, dass sie einer falschen Spur nachgeht. Danke. Wie lange kennen wir uns? 20, 25 Jahre. Lange Zeit. Und meine Betriebsfeste in Zukunft bei Ihnen. Oh. 200 Leute. Ha, da muss ich ja anbauen. Darüber können wir auch noch reden. Eines gebe ich noch zu bedenken. Das Telefongespräch. Irgendjemand hat es entgegengenommen. Da fahre ich ja gerade hin. Was wollte er denn? Sein Sohn hat die Kleine umgebracht. Was? Der Robby? Ja. Und der Vater hat sich jetzt viel vorgenommen. Hallo? Wollen Sie sich anmelden? Mich anmelden? Das ist deine Tanzschule. Nein, nein, ich will nicht tanzen lernen. Ich tanze sowieso schon auf allen Hochzeiten. Ich suche Herrn Fries. Den Namen gibt's doch. Ja, den gibt's ganz oben rechts. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Ja, bitte? Sie sind Herr Fries? Ja, das ist meine Frau. Worum geht es? Könnte ich Sie alleine sprechen? Ein paar Minuten. In einer für mich sehr wichtigen Sache. Ja, sagen Sie, worum es geht. Tut mir leid. Sie können ganz offen reden. Also gut. Sie wissen, was heute Nacht passiert ist. Oder wissen Sie es nicht? Heute Nacht ist eine Schülerin unserer Tanzschule ermordet worden. Haben Sie das? Ja, das Mädchen heißt Hetty Ruhn. Ja. Sie war eine Freundin meines Sohnes. Ach, wie heißen Sie? Fischer? Fischer. Und Ihr Sohn heißt Robert? Robert. Er hat gestern Abend hier bei mir angerufen. Ja, deswegen bin ich hier. Ich sollte seiner Freundin Hetty Ruhn ausrichten, dass er sie abholen würde. Er käme ihr entgegen und sie soll ihm nicht davonlaufen. Ich weiß. Das alles passt wunderbar zusammen. Schlussfolgerung? Mein Sohn ist der Mörder. Aber er ist es nicht. Er ist es nicht? Nein. Er hat sie zwar angerufen von einem Gasthaus. Ich habe mit dem Wirt gesprochen, der war Zeuge des Gesprächs. Er sagt, mein Sohn war viel zu betrunken, um noch Auto fahren zu können. Er hat ihm den Autoschlüssel weggenommen und ihn zu Fuß nach Hause geschickt. Ja, was wollen Sie von mir? Ich möchte Sie bitten, dringend bitten, der Polizei gegenüber dieses Telefongespräch nicht zu erwähnen. Ach, nicht zu erwähnen? Ja, wissen Sie, was Sie mir da vorschlagen? Er hat telefoniert, ganz aufgeregt. Sie hätten mal hören sollen, wie er gesagt hat, sie soll mir nicht davonlaufen. Wir werden das Gespräch nicht erwähnen. Wieso? Ja, willst du mich nun befragen? Willst du, dass ich lüge? Du bist nur gebeten worden, das Gespräch nicht zu erwähnen. Und du wirst es nicht erwähnen. Ja, haben Sie gehört? Sind Sie jetzt glücklich? Ja, sehr glücklich. Wissen Sie, der Mörder ist ja vielleicht schon gefasst. Sie meinen die Gärtnergehilfen? Der junge Mann, der die Tote gefunden hat, ja. Ein Verdächtiger, den die Polizei sofort mitgenommen hat. Also, ich habe mich sehr zu bedanken bei Ihnen. Sie ersparen uns eine Menge Aufregung. Ich melde mich bei Ihnen zum Tanzen an. Nein, nicht ich. Ich habe einen großen Betrieb. Ich schenke meiner Belegschaft Tanzstunden. Darf ich das?
Dieser Mann ist ein ganz gerissener Lügner. Aber bitte, ich sage nichts. Frau Fries. Hetty ist tot. Haben Sie schon gehört? Ja. Hettys Eltern haben angerufen. Ich weiß, wer sie umgebracht hat. Robert Fischer, ein Freund, mit dem sie Schluss gemacht hat. Er wollte sie gestern Abend abholen, ihr entgegenfahren. Er hat sie umgebracht. Wir dürfen keine voreiligen Schlüsse ziehen. Gerade war der Vater von Robert da. Robert sei Hetty nicht entgegengefahren, weil er viel zu betrunken war. Jemand hat ihm den Autoschlüssel abgenommen. Er hat einen Zeugen dafür. Ich weiß, wie dir zumute ist. Bleib doch stehen! Hetty, halt mal an! Bitte halt doch mal an, Hetty! Herrgott, tu doch, was ich sage! Ich hab gesagt, lass mich in Frieden! Hau ab! Hetty, Hetty, ich muss mit dir reden. Was ist denn da los? Ich lass mich komm, so. komm, du musst mich anhören. Hetty, musst du jetzt wieder? Nein, ich hab dir gesagt, ich will nicht mehr mit dir reden. Bitte, Hetty! Jetzt lass mich doch, ich kann das nicht. Hetty! Nein! Hetty! Jetzt komm mal zu dir. Hetty! Sieht ganz gut aus. Vielleicht kommen wir davon. Ich dir mal das Gesicht ab. Wie siehst du denn aus? Kommst du mal runter, Polizei ist da. Polizei? Uniform oder Zivil? Zivil. Du ziehst dich jetzt an und versuchst deinen ganz normalen Eindruck zu machen. Schaffst du das? Ob du das schaffst, will ich wissen. Guten Tag. Fischer. Die kleine Ruhm, ja, wir haben schon davon gehört, umgebracht gestern Nacht auf dem Heimweg von der Tanzschule. Das ist es doch, oder? Ja, das ist es. Bitte. Danke. Wir können es noch gar nicht glauben. Wir haben das Mädchen ja gekannt. Sie war ab und zu hier, weil sie mit meinem Sohn, na, befreundet will ich nicht sagen, aber... Na, das haben wir gehört von Hetty Ruhms Eltern. Kann ich Ihren Sohn jetzt sprechen, bitte? Er wird gerufen, ja. Hm. Die Frage beschäftigt uns natürlich alle. Wer kann eine solche Tat verübt haben? Ist doch schon jemand verhaftet worden? Ein Angestellter der Gärtnerei? Nein, nur vernommen. Wir kennen die Gärtnerei sehr gut. Wir kaufen da unsere Pflanzen und Blumen ein. So wie Hetty Ruhm. Ah ja, das wissen Sie. Ich habe den Besitzer der Gärtnerei angerufen. Wir haben auch über seinen Angestellten gesprochen, der etwas undurchsichtig ist. Mir ist der Mann auch schon aufgefallen. Wieso aufgefallen? Ja, wie das so ist, wenn einem jemand nicht ganz geheuer vorkommt. Kann ich Ihren Sohn jetzt sprechen? Ja. Hauptsache, keine Angst haben. Ist ein ganz normaler Mensch. Etwas aufgeregt bist du natürlich, darfst du sein, weil du Hetty kennst, kanntest. Verstanden? Also los jetzt. Wenn die Rede auf den Gärtner kommt, der Mann war dir immer unheimlich. Und Hetty hatte denselben Eindruck. Los jetzt. Hier ist er. Guten Tag. Guten Tag. Er ist noch ganz benommen von der Nachricht. Wann haben Sie erfahren, dass Hetty Ruhm ermordet wurde? Heute Morgen. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Sie waren mit Hetty befreundet, nicht wahr? Ja. Wussten Sie, dass sie Tanzunterricht genommen hat? Ja. Herr Fischer, wann haben Sie Hetty zum letzten Mal gesehen? Das habe ich dich doch auch gefragt. Du hast gesagt, gestern Morgen. Ja, weil die Eltern haben mir erzählt, dass sie sie ab und zu in ihrem Wagen zum Tanzunterricht gefahren haben. Hast du sie zur Tanzschule gefahren? Nein. Aber getroffen hast du sie doch. Du wirst gefragt, weil deine Antworten der Polizei helfen können. Verstehst du? Ja, ja. Jetzt sag doch mal, was du über den Gärtnergehilfen weißt. Du kennst ihn doch, Hetty kannte ihn auch. Ihr war er doch auch immer unheimlich. Ach Gott, nun sag das doch. Mir hast du doch auch gesagt. Es war fast sein erster Gedanke, dieser Mann. Wie versteinert hast du da gestanden? Nur ja und nein gesagt. Ich glaube, wir sind doch noch ganz gut durchgekommen. Vom Telefongespräch jedenfalls wissen Sie nichts.
Hallo, Manni. Hat Hetty Rohn hier ihre Blumen ausgesucht? Ja. War sie öfter hier? Haben Sie sich mal mit ihr unterhalten? Wir haben uns über Tiere unterhalten. Ja, sie hat gewusst, dass ich gerne in den Wald gehe. Ich habe ihr erzählt, was ich alles beobachte. Sie hat mir immer gerne zugehört. Sie wollte mal mitkommen. Ich habe mal einen Uhu gesehen, das habe ich ihr erzählt. Sie hatte noch nie einen Uhu gesehen. Ja, ich auch nicht. Du? Ich habe Fräulein Rohn gesagt, wenn wir ihn sehen wollen, dann müssen wir ganz früh aufstehen und Glück haben. Und wenn wir ihn gefunden haben, dann müssen wir uns bei ihm entschuldigen, weil wir ihn gestört haben. Würden Sie bitte mal herschauen? Danke. Was hältst du von jemandem, der nachts im Wald Tiere beobachtet, aber ansonsten Kontaktschwierigkeiten hat? Kontaktschwierigkeiten? Der Mann, der kann natürlich auch Bewusstseinsstörungen haben. Er kann auch gewalttätig sein, ohne sich daran zu erinnern. Das eigentlich ist ein Motiv wie aus dem Bilderbuch. Warst du denn schon in der Tanzschule? Vielleicht können die dir weiterhelfen. Weil die Leute müssen ja das junge Mädchen sehr gut gekannt haben. Vergesst den Hüftschwung nicht, Kinder. Ihr seid wie im Winterschlaf. Guckt euch an. Dreh mal, Stefanie. Gut so. Und schaut euch in die Augen. Stefanie, für dich auch. Erich, kommst du mal? Polizei ist da wegen Hetty Rohn. Ja, wir haben schon mit Ihnen gerechnet, denn von hier aus ist sie totgefahren. Ich hätte gerne von Ihnen erfahren, war gestern Abend irgendetwas ungewöhnlich? Anders als sonst? Hat Hetty Rohn selbst irgendeine Bemerkung gemacht oder vielleicht Angst gehabt oder... Hat sie irgendetwas erwähnt, was im Zusammenhang stehen könnte mit dem Mord? Die Frage haben wir uns auch schon gestellt, ohne eine Antwort zu finden. Mir ist das alles noch unfassbar. Ein besonders reizendes Mädchen. Sehr hübsch, sehr fantasievoll. Sie hat so viel Freude gehabt am Tanzen, an der Bewegung, am Rhythmus. Sie hat bestimmt sehr gerne gelebt. Sie können auch keine Angaben machen. Polizei! Ja, Polizei, wegen Hetty. Deswegen hat sie auch den Unterricht abgebrochen. Verzeihen Sie! Sind Sie wegen Hetty Rohn hier? Ja. Hat man Ihnen gesagt, dass die Hetty gestern Abend Angst gehabt hat? Angst? Ja, der Robert Fischer, ein Freund, wollte ihr entgegenkommen, sie abholen. Er hat doch hier angerufen. Angerufen hier in der Schule? Der Fries ist zu Hetty gekommen, hat es ihr gesagt. Und dass sie ihm nicht davonlaufen soll. Hast du das gehört? Bin ja nicht taub. Also nochmal zurück. Ja, ja, das ist richtig. Er hat hier angerufen. Er war auch aufgeregt. Vielleicht auch betrunken. Ich hatte den Eindruck, er ist nicht ganz bei Sinn. Warum haben Sie das nicht gesagt? Warum nicht? Warum nicht? Meine Frau wollte es nicht. Sie sagte, erwähne es nicht, also habe ich es nicht erwähnt. Und warum sollte es nicht erwähnt werden? Wir wollten da nicht in etwas hineingezogen werden. Ich habe an den Ruf der Schule gedacht.
ist los mit dir? Du schläfst am helllichten Tag. Die Polizei ist wieder da. Steh auf. Warum kommt er dann noch mal zurück? Lass ihn rein, wir stehen ihm sofort zur Verfügung. Vielleicht hat er doch erfahren, dass du telefoniert hast. Ich weiß. Ich habe ihn etwas verschwiegen, das Telefongespräch. Ich habe es aus guten Gründen verschwiegen, weil es sie auf eine falsche Spur geführt hätte. Sie hätten sofort gedacht, jetzt haben wir ihn. Den Täter, den Mörder. Das denke ich immer noch. Und was ist daran so falsch? Alles. Sie haben telefoniert. Hat er. Das wird ja nicht bestritten. Jetzt lassen Sie Ihren Sohn doch endlich mal alleine antworten. Ja. Aber ist dem Mädchen nicht entgegengefahren? Dafür gibt es einen Zeugen. So, und wer ist das? Der Mühlenwirt, der dabei war, wie mein Sohn telefoniert hat. Eduard Sänger. Er wird Ihnen bestätigen, dass mein Sohn dem Mädchen nicht entgegengefahren ist. Das ist alles belegt. Mit genauen Uhrzeiten. Darf ich Ihren Sohn alleine sprechen? Und wieso denn? Es kann doch hier alles offen ausgesprochen werden. Bitte. Ja, wenn Sie wollen. Ich kann Ihnen auch nicht mehr sagen, was ich... Herr Fischer, Sie waren mit Hetty befreundet. Die Eltern haben uns gesagt, dass Sie das Mädchen sehr gern gehabt haben. Ja. Haben Sie zufällig ein Foto von ihr? Sehr hübsch. War die entzückend. Wir haben sie nur tot gesehen. Und da sah sie so aus. Sie nehmen ihn mit? Ja. Wieso? Warum? Und wohin? Sie haben ihn doch nicht verhaftet. Nein, nur vorläufig festgenommen. Er darf nicht fragen, wohin Sie mit ihm gehen? Das werden Sie erfahren. Verhaftet haben Sie ihn jedenfalls noch nicht. Sie sind dir doch entgegengefahren. Ja. Kommen Sie, steigen wir aus. Erzählen Sie, was passiert ist. Da war sie tot. Tot. An dieser Stelle? Das kann nicht stimmen. Die Tote wurde da gefunden. Aber hier ist sie gestürzt. Das weiß ich ganz genau. Da lag ihr Fahrrad und
Hier ist sie gestürzt. Aber gefunden wurde sie da. Muss sie sich noch dahin geschleppt haben. Sie waren betrunken, nicht wahr? Ja. Haben Sie das Mädchen vergewaltigt? Nein. Nein! Sie können sich in den Wagen setzen. Das ist nicht der Mörder. Moment mal. Der Junge aus der Gärtnerei, der das Rad gefunden hat. Es gibt noch jemanden, der gewusst hat, dass das Mädchen diesen Weg entlang fährt. Frau Fries, kann ich Ihren Mann sprechen? Der ist im Moment nicht im Haus. Im Moment? Kann ich hier auf ihn warten? Ja, natürlich, bitte. Danke. Warum wollen Sie meinen Mann sprechen? Frau Fries, Sie haben versucht, uns das Telefongespräch zwischen Robert Fischer und Ihrem Mann zu verschweigen. Danke. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich wollte... Ich weiß, Sie wollten den Ruf Ihrer Schule retten. Sie haben das Mädchen ja beschrieben. Ich habe Ihre Worte noch im Ohr. Ein besonders reizendes Mädchen, sehr hübsch, sehr fantasievoll, Freude am Tanzen. Sie hat bestimmt sehr gerne gelebt. Wollen Sie oder können Sie uns nicht helfen? Gestern Abend um 10 war der Unterricht beendet. Mein Mann hatte mir von diesem Anruf für Hetty Rohn erzählt. Er meinte... Man kann doch das Mädchen nicht einfach so gehen lassen. Du hast doch gehört, dass sie Angst hat. Angst vor ihrem Freund. Da muss man sich doch irgendwie kümmern. Ja, du möchtest dich um sie kümmern. Ich weiß schon die ganze Zeit, dass dir das Mädchen gefällt. Kannst du nicht aufhören damit? Du hast es versprochen. Du hast gesagt, nie wieder. Und kommst doch nicht los davon. Sei nicht hysterisch, ja? Er wollte ihr nachfahren. Du bist verrückt, du bist wahnsinnig. Vielleicht muss ich ihr helfen, unsere Schülerin. Ich bin ihr das schuldig. Bleib hier, bitte bleib hier! Ich hab gesagt, du bist verrückt, du bist wahnsinnig. Ich hatte Angst um ihn. Um mich. Am meisten um das Mädchen. Ich habe nur gehofft, dass er ihr nicht begegnen würde. Ich habe hier gewartet, ich weiß nicht mehr wie lange. Dann kam er zurück. Darüber sprichst, verlieren wir alles. Wenn du darüber sprichst, verlieren wir alles. Festgenommen! Da kommen Sie! Ist der Junge dabei? Ja, ist dabei! Ich sehe, bringen Sie meinen Sohn zurück. Ja, ich bringe ihn zurück. Nicht wahr? Der Angestellte in der Gärtnerei, die Sommerne.
Ich habe mir davon Vorfällen berichten lassen, die ein sehr eigenartiges Licht auf diesen Menschen werfen. Naja, Sie hatten ihn ja auch gleich in Verdacht. Irgendwas nicht in Ordnung? Sie sind nicht in Ordnung.